Der Obelisk auf dem Kasseler Königsplatz ist Geschichte. Völlig überraschend ist das Documenta-Kunstwerk am 3. Oktober 2018 in einer Nacht- und Nebelaktion abgebaut worden. Vorangegangen war ein monatelanger Streit um den Standort des Obelisken. Um 4.30 Uhr in der Früh begannen Arbeiter einer Baufirma damit, die Baustelle rund um das Kunstwerk einzurichten. Den Obelisken bauten sie mit Hilfe von zwei schweren mobilen Kranwagen ab. Zuerst wurde die Edelstahlspitze des Kunstwerks demontiert. Nach und nach folgten die drei schweren Betonteile. Schnell hing auch das obere, 14 Tonnen schwere Teil am Stahlseil des Krans. Beim Abbau des mittleren, 18 Tonnen schweren Teils aber gab es Komplikationen. Es wollte sich zunächst nicht vom unteren Teil lösen. Der Abbau des Obelisken musste nach einem Beschluss der Kasseler Stadtverordnetenversammlung erfolgen. Eine breite Mehrheit hatte dafür gestimmt, dass er vom Königsplatz verschwinden muss, um den Platz für zukünftige Nutzungen freizuhalten. Die Kosten des Abbaus sind im normalen Documenta-Etat enthalten. Der Obelisk wird jetzt zunächst zwischengelagert, ehe er dem Künstler Olo Ogibe zurückgegeben wird. Für einen Transport in dessen Heimat Amerika müsse der Künstler laut Stadt Kassel selber aufkommen. Vor dem Abbau des Obelisken stand die Idee im Raum, das Kunstwerk an einem Standort an der Kasseler Treppenstraße wieder aufzubauen. Das hatte Ogibe aber abgelehnt. Er habe den Obelisken extra für den Königsplatz gemacht. Die Spender, die für den Verbleib des Obelisken in Kassel Geld gegeben hatten, bekommen ihre Spende nun zurück. Um 9.10 Uhr war auf dem Königsplatz nur noch das Fundament zu sehen, auf dem das Kunstwerk stand. Auch das wurde schließlich entfernt.